Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans. Ich begrüße euch von der Messe in Mailand am Honda-Stand und zwar vor etwas, das laut Honda Central Europe Präsident Roland Berger irgendwann einmal die neue Africa Twin sein könnte und sicher auch wird. Angeblich kommt sie nächstes Jahr. Ich glaube, seit Anbeginn von 1000 PS ist kein Tag vergangen, an dem nicht irgendwer eine neue Africa Twin gefordert hat. Es ist jetzt wirklich schon ewig her, dass dieses Motorrad leider eingestellt wurde. Wir sehen hier ein Vorserienmodell, ein sehr schmutziges, das noch nicht die wirkliche endgültige Form erkennen lässt. Angeblich hat der Motor 1000 Kubik, das heißt die Leistung wird sicher nicht mehr so moderat sein wie damals. Sie sieht auch sehr schlank aus, also die Forderung nach einem geringen Gewicht wird anscheinend erfüllt. Links von ihr steht eine alte Dakar-Maschine, legendäre Rothmans Honda und rechts davon ein aktuelles Dakar-Motorrad. Das heißt, die Africa Twin wird anscheinend wirklich ein Adventure-Motorrad, eine Enduro, die sicher auch im Gelände eingesetzt werden kann. Ob es mehrere Konfigurationen geben wird, das wissen wir leider noch nicht und auch sonst ist uns nicht viel bekannt. Aber schauen wir mal, ich schätze mal, eine Überraschungspräsentation wird es jetzt nicht mehr geben, aber nächstes Jahr, vielleicht sogar während des Jahres, sehen wir ganz sicher das Endprodukt der neuen Honda Africa Twin.